Wenn große LKW und PS-starke Traktoren ihre Kraft mit den Holzhackmaschinen von Eschelböck demonstrieren, dann stehen viele Zuschauer mit offenem Mund da. Diese eindrucksvolle Leistungsschau, gepaart mit fachlichen Informationen und dem persönlichen Austausch, das sind die Zutaten für das Biberfest. Eine Veranstaltung für Kunden und Händler, die das Familienunternehmen Eschelböck alle 2 Jahre am Firmensitz in Brambachkirchen abhält. Vor 10 Jahren haben wir die Erfolgsgeschichte Biberfest hier in Brambachkirchen begonnen. Heuer, 2019, jährt sich das Biberfest zum 6. Mal und wir freuen uns über knapp 1200 Anmeldungen von Kunden, die uns heuer besuchen. Nachdem sich die Besucher beim Empfang registriert haben, konnten sie sich im Biber Showroom über die neuesten Entwicklungen und Trends informieren. Eschelböck-Mitarbeiter erklärten die Hackertechnik im Detail. Bei den Partnerfirmen gab es alle Infos zu den Trägerfahrzeugen und Kränen, über Schmierstoffe bis hin zur Hackgutheizung mit Kraft-Wärme-Kopplung. Im Rahmen einer Werksführung konnte man live miterleben, wie die Hackmaschinen zusammengebaut werden. Erfindergeist liegt bei Eschelböck in der Familie. Der Landwirtssohn Rudolf Eschelböck gründete im Jahr 1956 einen Betrieb zur Entwicklung und Produktion von Landmaschinen. Die ersten Holzhacker entstanden 1978, der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die noch immer weitergeschrieben wird. Eschelböck versteht sich heute als Innovationsführer seiner Branche. Biber Holzhackmaschinen sind in ganz Europa unterwegs, das Sortiment ist größer denn je. Eschelböck hat mittlerweile die größte Produktpalette an Holzhackmaschinen, beginnend von den kleinsten handgeschickten Maschinen für den Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Großmaschinen, die auf LKW basieren, mit bis zu 750 PS. Im Rahmen einer Pressekonferenz sprach die Geschäftsführung über die Entwicklung der Firma und über Updates im Sortiment. Gleich 3 neue Hacker gingen zum diesjährigen Biberfest an den Start. Der Biber 60 ersetzt ab sofort den Biber 7 Plus, die kleinste kranbeschickte Maschine, die zugleich den Einstieg ins Profisegment markiert. Bekannt ist Eschelböck aber auch für seine handbeschickten Hacker, die vor allem im Garten- und Landschaftsbau, im Kommunalbereich und bei Maschinengemeinschaften sehr gefragt sind. Das größte Modell, der Biber 7, der seit 1992 im Programm ist, wurde jetzt grundlegend überarbeitet. 3 wesentliche Punkte standen dabei im Fokus. Das war einerseits Wartbarkeit wichtig, Sicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen und Hackgutqualität. Wartbarkeit hat man zum Beispiel umgesetzt beim Biber 7, im Speziellen beim Gebläse sind Verschleißböden eingebaut worden, die was leicht wechselbar sind und auch Wartungszugänge vereinfacht, damit man dort eine optimale Wartbarkeit erreicht. Hackschnitzelqualität hat sich ein bisschen geändert, es wird ein gröberes Hackgut verlangt. Dadurch hat man einen neuen Hackrotor entwickelt, mit auch einem größeren Vorgriff und mit einem Klingensystem ausgestattet. Der dritte Punkt war eben Sicherheit. Die Sicherheit wird immer wichtiger und gerade bei handbeschickten Maschinen muss man eben schauen, dass der Bediener geschützt ist. Dadurch wurden diese Sicherheitsbügel eben angepasst, um eben auch zu erreichen, damit die Maschine ausschaltet, falls es jetzt einen Notfall geben würde. Natürlich, wenn ein Holz drüber geht, sollte es nicht ausschalten. Und genau in diesem Spannungsfeld ist uns da jetzt eine recht gute Lösung gelungen, mit diesen 3 Ausschaltbügeln, die was bei einem sehr konstanten Druck immer sehr präzise ausschalten. Aber auch am oberen Ende der Biber-Familie gibt es Zuwachs. Den neuen Biber 110, der größte Hacker, den Eschelböck je gebaut hat. Als Fahrgestell kommt ein Volvo Vican mit 750 PS Motorleistung zum Einsatz. In jeder Hinsicht ein Superlativ. Nachdem die neuen Maschinen im Festzelt kurz vorgestellt wurden, ging es nach draußen in den praktischen Einsatz. Das komplette Sortiment kranbeschickter Hacker stand zur Vorführung bereit. Auf diesen Programmpunkt haben alle Gäste gewartet. Den Anfang machte der neue Biber 60. Der Antrieb über einen 160 PS Vierzylinder-Traktor passt perfekt zu diesem kleinen Profi-Hacker. Markus Altenstrasser stellt uns die Maschine kurz vor. Der Biber 60 besticht dadurch, dass er sehr kompakt, wendig und vor allem leichtzügig ist. G30-Material kann perfekt damit produziert werden. Der neue Q7-Hackrotor
ist auch etwas, was wir schon seit längerer Zeit in der Entwicklung haben, was fertig ist. Eschelberg-Kunden kennen die bekannte Scherbruchsicherung, wenn ein Fremdkörper in den Hackrotor hineingelangt. Das bekannte System ist auch hier wiederum verbaut und ist mit 8 Klingen ausgestattet. Also auch ein Schneidwerkzeugwechsel ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell zu bewerkstelligen. Der Biber 60 hat auch einen neuen Auswurf bekommen. Es war immer wieder die Anforderung, eine Überladehöhe von über 4 Meter zu erreichen. Das haben wir hier mit 4,70 Meter. Also auch mit den herkömmlichen Containerfahrzeugen oder Abschiebern ist es problemlos möglich, diese von oben zu befüllen. Der Einzugsbereich, eine hydraulisch klappbare Einzugswanne, wie auch beim Biber 7 Plus, wurde verbaut. Die Einzugsöffnung 56 cm in der Breite und in der Höhe ist der 60er ein bisschen gewachsen gegenüber dem Biber 7. Da haben wir eine Einzugshöhe von 40 cm bekommen. Auch bestechen tut der Biber 60 durch eine aggressive obere Einzugswalze, durch ein ausgekleidetes Gebläse mit verschleißfesten Materialien sowie auch diese im Hackrotor selber und um den Hackrotor rundherum verbaut worden sind. Weiter ging es mit dem Biber 84 ZK, eine weit verbreitete Zapfwellenmaschine, die hier von einem Case IH Magnum 380 CVX angetrieben wurde. Der Traktor war mit einer Rückfahreinrichtung der Firma Kneidinger ausgestattet. Den Biber 84 gibt es auch in der RBZ-Ausführung, angetrieben vom Motor des LKW-Trägerfahrzeugs. Beim Fahrgestell greift Eschelböck auf Serientechnik von MAN zurück. Das Gewehr leistet Einsatzsicherheit und geringe Betriebskosten. Ihre kompakten Abmessungen und der kraftvolle 500 PS Motor machen diese Maschine zum leistungsstarken Allrounder. Wer sich noch mehr Leistung wünscht, der greift zum Biber 92, der hier als Zapfwellenmaschine mit einem 500 PS starken Fendt zum Einsatz kam. Ein sehr harmonisches Gespann, wie Markus Altenstrasser bestätigt. Also unser Biber 92 ZK mit hydraulisch angetriebenem Gebläse hängt heute hinter einem 1050er Fendt. Der 1050er Fendt ist Topmodell, auch jetzt wieder mit MAN-Maschinen, mit viel Hubraum und das ist natürlich ein ideales Gerät für den Hackerantrieb. Danach führte die Firma Biebel ihren Biber 84 auf Volvo-Basis vor. Das dreiachsige LKW-Gestell, dieses Biber Power Truck, wurde speziell für den Hackbetrieb konzipiert. Ein Biber Power Truck ist für den typischen Lohnunternehmer, der im Jahr 1000-1200 Stunden damit im Einsatz ist. Der Biber Power Truck hat ein eigens von uns entwickeltes Getriebe, das zwischen Motor und Automatikgetriebe sitzt. Der Vorteil daran ist, die Leistungsabnahme erfolgt direkt nach dem Motor ohne einen Verlust im Getriebe. Und dieses Zwischengetriebe, was von uns gebaut wird, hat den Vorteil, wir kommen mit der richtigen Drehzahl und der richtigen Drehrichtung zum Hackaggregat. Also es ist keine Übersetzung, keine Untersetzung nötig, um den Hacker anzutreiben. Der Fahrer sitzt in einer großzügig verglasten Kabine und hat das Geschehen gut im Blick. Seitlich montiert ist ein Spaltbiber zum Vorzerkleinern übergroßer Holzstämme. Für einen Biber Power Truck hat sich auch Herbert Rampichler aus Waging am See entschieden. Die neue Maschine war am Biberfest ausgestellt und wird demnächst in Betrieb genommen. Wir haben jetzt schon einen Hacker, natürlich einen Stachel, den gibt es ja nicht mehr, aber wir haben jetzt ein Jahr um ihn angesucht und sind überzeugt gewesen, dass der Eschelbeck-Hacker am schönsten verarbeitet ist und eigentlich einen guten, gibt es schon ewig, und einen guten Ruf hat. Und dann haben wir uns das auf der Messe ein paar Mal angeschaut, wie er auch gehackt hat. Und da war ich von dem überzeugt. Wir fahren jetzt die Hände heim und am Montag haben wir gleich einen richtigen Einsatz. Also die läuft dann jeden Tag, also, aber am Montag geht's los. Ein langjähriger Kunde, die Firma Sturmberger, war mit ihrem neuen Biber 84 RBM am Start. Eine sehr leistungsfähige Maschine mit Aufbaumotor. Wir haben insgesamt zwei Hackmaschinen, zwei Biber 84. Die Hackmaschine, was neben ist, ist seit Jänner angemeldet. Sie macht eine sehr gute Qualität von den Hackschnitzel. Es ist eine Scania V8 Maschine oben mit 520 PS. Wir haben einen Durchsatz von ungefähr mit den G50 um die 160 Kubik in der Stunde. Mit seinem Spezial-LKW kann Sturmberger die Hackschnitzel durch einen Schlauch über weite Strecken direkt an den Bestimmungsort pumpen, beispielsweise durch enge Öffnungen in Privatgebäuden.
Krönender Abschluss war die Vorführung des neuen Biber 110. Die Dimension dieser Maschine übertrifft alles, was Eschelböck bisher gebaut hat. Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, zum Biberfest unser neues Flaggschiff, den größten Hacker Biber 110, fertigzustellen. Der 110er hat als Basis den Volvo Vikan bekommen. Der Volvo Vikan ist bis jetzt schon ein sehr oft gebautes und seit 2 Jahren erprobtes Fahrgestell. Ein Volvo FH16 mit 750 PS Antriebsleistung mit dem bekannten Biber Powertrack Getriebe eingebaut. Zum Hacker selber, Einzugsbreite 122 cm, eine Einzugshöhe von 95 cm. Der Vorteil hier bei diesem Hacker, man kann die komplette Wippe, den kompletten Oberteil aufklappen, sodass es sehr bedienerfreundlich ist zum Messerwechseln. Viele Verschleißteile aufgepanzert, also man hat sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch in Wartungs- und Bedienfreundlichkeit. Die Leistungsklasse erwarten wir uns natürlich nochmal einen Tick höher als wir mit dem Biber 92. Es ist eine ganz neue Maschine. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten natürlich in die Erprobung gehen. Wir werden viele Testläufe durchfahren, um dann wirklich ein Top-Hack-Aggregat ausliefern zu können. Von der Qualität des Hackguts konnten sich die Gäste gleich im Anschluss an die Vorführung selbst überzeugen. Ein wichtiges Kriterium, das neben dem guten Service für viele Eschelböck-Kunden ausschlaggebend ist. Warum das mir Eschelböck beziehen ist, die Qualität von den Hackschnitzeln? Der Grund, glaube ich, ist sicher sehr die Hackgutqualität, haben wir meistens drin. Die Hackschnitzelqualität, was der Hacker erzeugt, ist sehr gut. Obwohl, wir schauen natürlich schon länger umeinander und haben schon verschiedene Fahrthersteller gesehen, aber der macht wirklich schöne Hackschnitzel. Beim Hackgut ist natürlich entscheidend die Exaktheit und dass das Hackgut wenig Feinanteile hat. Und das kann der Eschelböck hervorragend. Die sind unglaublich kundenorientiert, wissbegierig und gehen speziell auf die Kunden ein für gewisse Änderungen und. Und das hat mich natürlich sehr inspiriert und bin bis dato sehr zufrieden damit. Derzeit beschäftigt Eschelböck rund 130 Mitarbeiter. Die Arbeit mit moderner, PS-starker Technik und das familiäre Betriebsklima machen die Firma zu einem attraktiven Arbeitgeber. Ja, wir sind der Familienbetrieb durch und durch. Das hat begonnen mit der Gründung von meinem Großvater. Und heute wird die Firma eben von meinen Eltern geführt. Wir sind jetzt als dritte Generation dabei. Und was wir jetzt in der Geschäftsleitung als Familie leben, das leben wir in der ganzen Firma als Familie, das gemeinschaftliche Miteinander, das schätzen die Mitarbeiter natürlich. Alle offenen Stellen und Infos zur Ausbildung bei Eschelböck findet ihr auf der Website unter eschelboeck.at. Dort könnt ihr euch auch über das komplette Hackersortiment informieren, das breiteste in ganz Europa. Dahinter steht eine mehr als 40-jährige Tradition. Die Aufgabenstellung, die Zerkleinerung von Holz, ist von Anfang an gleich geblieben. Nur die Technik hat sich stetig weiterentwickelt, denn die Ansprüche der Kunden wachsen. Eschelböck stellt sich diesen Herausforderungen. Getrieben vom Erfindergeist des Gründers, mit hohem Qualitätsanspruch und dem Ohr in der Praxis, immer offen für neue Ideen. Diese Werte spürt man in jedem Biber. Gestern, heute und in Zukunft.